Willkommen zurück bei den PS-Tipps. Wie ihr seht, geht es heute um den Federspeicher-Bremszylinder. Wir gehen heute auf die verschiedenen Bauarten ein. Anhand dieses Schnittmodells zeigen wir euch mal die generelle Funktion und wir geben euch wichtige Tipps, die ihr in der Werkstatt beachten solltet. Ich würde euch jetzt gerne einmal die generelle Funktion und den Aufbau des Federspeicher-Bremszylinders anhand dieses Schnittmodells darstellen. Kommt am besten ein bisschen näher. Erstmal der generelle Aufbau ist es so, dass hier ein Federspeicher-Bremsteil sozusagen ist und hier der Betriebsbremsteil. Und hier vorne haben wir zwei Befestigungsmuttern und einmal die Betätigungsstange. Diese Betätigungsstange wird durch den Bremszylinder betätigt und wenn es nach draußen geht, wird die Bremse sozusagen aktiviert. Gehen wir aber erstmal auf den Federspeicherteil ein. Es ist so, dass hier oben eine Feder verbaut ist. Hier ist es nur ein Luftschlauch aus Sicherheitsgründen, aber normalerweise ist hier eine starke Metallfeder verbaut. Diese drückt auf diesen Betätigungsteller und drückt sozusagen nach unten. Hier ist es jetzt aber so dargestellt, dass es sich in der normalen Version, also in der gelösten Version befindet. Das heißt, über Anschluss 12 ist hier Druckluft eingesteuert. Das heißt, die Druckluft drückt den Federteller nach oben entgegen der Federkraft und löst damit den Kolben hier unten oder die Betätigungsstange. Das heißt, geht nach oben und die Bremse ist gelöst. Wenn jetzt hier dieser Raum durch den Anschluss 12 entlüftet wird, das heißt, die Luft geht hier raus, drückt die Feder diesen Federteller nach unten und gleichzeitig die Betätigungsstange hier unten auch nach unten und betätigt die Bremse. Solltet ihr jetzt mal einen Notfall haben, das heißt einen Pannenfall, ihr habt keine Luft, dann könnt ihr auch über diese manuelle Betätigungsschraube die Feder mit dem Federteller sozusagen nach oben schrauben und die Feder spannen und somit die Bremse lösen. Im gelösten Zustand ist es dann so, das heißt ihr fahrt und wollt normale Betriebsbremse auslösen, dann geht hier über den Anschluss 11, hier zwischen, das kann man ein bisschen näher, hier zwischen Luft rein, das bedeutet, dieser Kolben geht auch nach unten und betätigt ebenfalls diese Betätigungsstange und aktiviert die Bremse. Genau, das ist eigentlich so die generelle Funktion. Und hier haben wir noch einmal den normale Betriebsbremse sozusagen. Der ist meistens an der Vorderachse verbaut, die Federspeicher-Bremszylinder meistens an der Hinterachse, aber kommt auch auf die Variante des Fahrzeugs an. Und hier ist es so, dass man hier sieht, dass einfach der Federspeicherteil fehlt. Hier haben wir dann eine Betätigung, die dann auch hier zwischen, das kann man nicht ganz gut erkennen, aber das hier zwischen wird Druckluft eingesteuert und betätigt dann den Kolben auch nach unten. Das heißt, es geht nach unten und oder ja, nach draußen und betätigt sozusagen die Bremse. Das kann man, glaube ich, hier ein bisschen besser darstellen. Hier haben wir einmal eine Bremszange und hier wird der aufgeschraubt. Kommen wir ein bisschen näher. Hier sozusagen geht dann der Kolben rein und wenn ich jetzt hier nach unten drücke, die betätige, dann kannst du mal eben hier ranleuchten. Dann wird die Bremse sozusagen betätigt und die Bremse aktiviert. Ich habe euch jetzt noch mal ein paar verschiedene Varianten aufgebaut, die wir so im Sortiment haben. Wir haben hier zum einen einen normalen Betriebsbremszylinder. Hier haben wir eine unterschiedliche Variante von einem Federspeicherbremszylinder. Hier haben wir einen Zylinder mit zusätzlichen Anschlüssen, die wir mitliefern. Hier haben wir noch mal einen Zylinder mit langer Betätigungsstange, die dann halt auch entsprechend der Länge angepasst werden kann. Ist meistens ein Gestängesteller vorne verbaut. Und hier haben wir, ja, sage ich mal, die so üblichen Varianten. Der Unterschied hier ist zum einen der Topf hier hinten, aber zum anderen ist auch die Notlösereinrichtung anders. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber wichtig noch zu erwähnen ist, dass wir hier vorne die Newtonmeteranzahl für die Schrauben dokumentiert haben. Aber jetzt lass uns die Notlösereinrichtung noch einmal genauer angucken. Wir haben ja vorhin schon über die Notlösereinrichtung gesprochen. Es ist halt so, wenn man mal einen Pannenfall hat oder keine Druckluftunterstützung, dann kann man die Bremszylinder auch manuell zurückdrehen. Hier haben wir zum Beispiel die Variante, die wir vorhin hatten in unserem Schnittmodell. Hier ist es so, dass wir die Schraube nach hinten rausschrauben. So ist sie jetzt die Feder im Inneren gespannt. Hier ist es aber so, dass relativ viel Platzbedarf benötigt wird. Deswegen gibt es eine andere Variante, eine neue Variante, wo es dann halt so ist, dass dieser hier ist jetzt auch gelöst, das erkennt man aber nur anhand des, dieses Nippels, der dann halt rausguckt. Hier ist auch die Feder gespannt, da ist halt die Mechanik in. Das ist hier auch nochmal dargestellt, wann die betätigt ist und wann nicht. Hier ist wichtig zu erwähnen, oder bei allen Zylindern ist wichtig zu erwähnen, kein
Schlagschrauber verwenden, weil die innere Mechanik dadurch beschädigt wird. Sehr gefährlich. Und hier haben wir noch einmal die Variante, die oft in Trailern verbaut wird. Hier haben wir die Notlöseeinrichtung oder die Betätigung hier an der Seite verschraubt im Gehäuse. Die nimmt man hier raus, steckt sie dann hier hinten rein und kann dann auch die Bremse manuell zurückstellen. Auch bei den Bremszylindern gibt es natürlich verschiedenste Fehlerbilder. Ich würde euch jetzt gerne einmal die typischsten Fehlerbilder aufzeigen. Fangen wir hier an. Hier sieht man schon, dass die Leitungen markiert sind mit 11 und 12. Wichtig ist, dass ihr die Leitung dementsprechend wieder anschließt. Das heißt, markiert euch die, bevor ihr die ausbaut, um die dann wieder richtig anzuschließen und natürlich auch mit dem richtigen Drehmoment. Hier seht ihr auch, dass der Betriebsbremsteil kleiner ist als der Federbremsteil. Das hat die Ursache, dass die Membrane im Inneren kleiner ist. Das heißt, hier ist 24er Membrane verbaut und hier ist eine 30er Membrane verbaut. Wird dann so genannt 24-30. Das ist immer erst der Betriebsbremsteil und dann der Federspeicherteil genannt. Wichtig, die richtige Variante rauszusuchen. Dann haben wir hier noch die Entlüftungsnippel. Hier ist es wichtig, dass man den richtigen demontiert, nachdem man den am Fahrzeug verbaut hat. Das heißt, immer nach unten zeigenden demontieren, damit das Kondenswasser rauslaufen kann und die oberen drinnen lassen. Was passiert, wenn man das nicht tut, können wir hier einmal sehen. Hier haben wir zum Beispiel vorne ein Betriebsbremsteil, wo beide demontiert waren. Da sieht man schon Schmutz, Korrosion drinnen. Das kann natürlich nicht auf Dauer funktionieren. Wichtig darauf zu achten. Hier wurden beide rausgenommen, das kann man hier nochmal ganz klar sehen. Das führt dann zu Funktionsstörungen. Auch das gleiche Fehlerbild bekommt man, wenn vorne diese Manschetten beschädigt werden. Dann kann natürlich auch Wasser eintreten. Somit auch da darauf achten, dass ihr die bei der Montage nicht beschädigt. Einstellung der Bremse sollte natürlich immer passen. Das ist ganz, ganz wichtig. Jedes Mal, wenn ihr den Bremskomponent erneuert, kontrolliert einmal auf dem Prüfstand, ob das alles funktioniert. Und ein kleiner Tipp noch, wenn am Achsmodulator mal eine Undichtigkeit vorhanden sein sollte, kontrolliert auch den Federspeicher-Bremszylinder, weil auch eine innerliche Undichtigkeit im Federspeicher-Bremszylinder führt dazu, dass der Achsmodulator dauerhaft entlüftet. Genau, wenn ihr noch Fragen habt zu Fehlerbildern oder zu dem generellen Thema Federspeicher-Bremszylinder, wendet euch gerne an unseren Helpdesk. Neben den Federspeicher-Bremszylindern findet ihr natürlich noch viele weitere Produkte vom Bremssystem bei uns im Partnerportal. Wie zum Beispiel verschiedenste Varianten von Gesteckestellern, Hauptbremszylindern, Fußbremsventilen, verschiedensten Reparaturlösungen und Reparatursätzen, Schalldämpfern, Bremsnockenwellen und viele, viele mehr. In diesem Sinne hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!